Ja, hallo, moin moin. So, wir haben es. Uhr habe ich gar nicht mit. Ich glaube 9 Uhr ungefähr. Oh, 9:30. Ich kam aus der Nachtschicht. Habe mich also nicht hingelegt, sondern bin eigentlich gleich, naja, unterwegs gewesen. Noch voll gepumpt mit Kaffee. Ja, ich wollte jetzt mal Pilze fotografieren. Das ist jetzt, ich weiß nicht, der wievielte Anlauf, den ich mache. Ich hatte so schöne gefunden gehabt. Und bin dann 2 Tage später da gewesen, wollte sie fotografieren, habe es auch gemacht. Und ja, war zu Hause und habe meine Karte aus Versehen formatiert. Habe ich gar nicht gemerkt, also ich dachte, ich hätte die Daten noch überspielt. Ja, war alles weg, ne? Ja, dann dachte ich, okay, dann fahre ich mal wieder dahin. Diese Ecke war ja sehr gut. Wie gesagt, das war so ein schöner Baumstamm. So ein abgebrochener und der war voll gewachsen mit Pilzen. So, und ja, dann hatten wir auch noch schlechtes Wetter gehabt. Da hat ja geregnet ohne Ende. Und als das Wetter mal besser war, bin ich hin mit der ganzen Ausrüstung und ja, die ganzen Pilze weg. Pech gehabt. Ja, nun bin ich immer am Suchen, so ein bisschen hier ein paar Pilze zu finden. Und jetzt habe ich hier so einen Baumstamm gefunden. Ja, und ich wollte ja mal ausprobieren, wie das ist hier, wenn ich jetzt hier mal paar Makroaufnahmen mit dem Objektiv mal. Und ja, da lasse ich mich jetzt mal überraschen, ob das gut klappt. Ich habe jetzt auch mein anderes Stativ, mein neues mitgenommen, weil das alte ist so ein bisschen doch nicht ganz so stabil. Zeige ich euch aber dann auch noch. Spreizen sich so ein bisschen die Beine. Hier haben wir so einen Makroschlitten und hier haben wir noch so einen verstellbaren Kopf. Oh, hier habe ich einen schönen stabilen Kugelkopf. Hier seht ihr das von Leo Foto. Der hier auch, der G2. Und das ist hier der Nisi Einstellschlitten. Und da seht ihr schon, das ist ein ganz schön hoher Aufbau. Und ja, wenn jetzt noch oben die Kamera drauf ist, ne, mit dem großen Objektiv und so, also das muss alles schon ja, sehr sicher dastehen. Ne? Sonst. Tja, liegt das im Dreck. Gut, dann werde ich das jetzt mal aufbauen. So, den Pilz möchte ich jetzt fotografieren. Und ja, ich mache mal ein Foto. Stacken wir mal. Okay. Ist natürlich jetzt nicht das, was ich unbedingt finden wollte, aber ich bin froh, dass ich jetzt hier überhaupt ein paar Pilze gefunden habe, wo ich das mal ein bisschen ausprobieren kann. Ich zeige euch das mal. So, also ich arbeite hier mit einem Fernauslöser, kabelgebunden. Und ja, diesen Pilz möchte ich jetzt fotografieren. Die sehen eigentlich ganz hübsch aus, sind aber ziemlich groß, seht ihr ja, ne? Also sind nicht so kleine, wie ich eigentlich haben wollte. Aber wie gesagt, der Baum ist hier schön bewachsen. Und deswegen probiere ich das mal aus. So sieht das jetzt hier aus. Wie gesagt, der Aufbau ist ziemlich hoch. Also das muss alles schon relativ stabil stehen. Ihr seht ja, das wackelt, ne? Also das ist die größte Herausforderung beim Stacken jetzt hier nicht irgendwie. Ja, was jetzt hier dazwischen kommt, aber ich werde jetzt noch mal die Seite, ich wollte auch gern mal von unten fotografieren den Pilz, und zwar mal hier so gegen, aber na, seht ihr da, ja, das ist leider, das ist der Nachteil bei diesen Pilzen, die sind so dick, da kann man den Schirm nicht gut beleuchten, ne? Diese kleinen Pilze, die ich gefunden hatte, die waren da wesentlich besser. Jetzt habe ich da den Pilz fotografiert gehabt hier vorne. Und ich suche jetzt hier noch mal ein bisschen nach anderen Objekten, anderen Pilzen. Ich muss hier aufpassen, der Boden ist sehr weich. Das Stativ könnte hier leicht umkippen. So, dann gehen wir jetzt mal hier ein bisschen und suchen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ich hier noch was finde, was man noch fotografieren kann, weil die Baumstämme und so sieht ja echt schön aus. Das ist natürlich schön, wenn da jetzt noch irgendwie was wäre, was man noch
schön fotografieren könnte. Oh, hier muss man auch noch aufpassen, dass man sich nicht hinlegt. Alles noch nass und feucht. Aber sehe ich nicht. Also kleine Tiere und so weiter zu fotografieren, das ist mir zu mühselig. Also das geht mit einem kleineren Objektiv, zum Beispiel mit dem 60mm von Olympus, wesentlich besser und einfacher, auch die Kamera. Ne? Also da ist eine kleine Kamera wesentlich besser als jetzt der Koloss, den ich hier rumtrage. Das ist einfach zu viel. Aber für zu Hause ist das super, weil da könnt ihr alles kontrollieren. Oh, hier muss man echt aufpassen. Ich lege mich hier auch noch hin, das fehlt noch. Oh, hübsch. Ja, also die Ecke ist nicht schlecht zum Fotografieren, aber wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf Pilze und nicht auf was anderes. Oh, ich sage, ich lege mich hier noch auf die Schnauze. Ja, das gehört alles dazu. Machen. Ne? Ich bin jetzt froh, dass ich überhaupt Pilze gefunden habe und werde jetzt hier fotografieren. Also man kann sehr gut mit dem Objektiv natürlich Makroaufnahmen hier draußen machen, aber ihr braucht da wirklich Zeit und Geduld, weil ihr müsst das wirklich alles vernünftig aufbauen. So mal auf die Schnelle ist das nichts. Dafür ist das alles zu groß und zu klobig. Ein relativ gutes Stativ braucht ihr auch, was also stabil ist und nicht irgendwie so ein Larifari Reisestativ, sage ich mal. Das ist gerade hier bei so einem Waldboden ungeeignet, weil wenn euch die Kamera oder das Stativ umkippt, ne, dann habt ihr den Salat. Und deswegen, tja, habt ein gutes Stativ und habt Glück, ne? Gibt nicht immer gute Fotos und ich glaube, jetzt sind auch keine guten dabei, aber ich zeige sie euch trotzdem. Die werden dann nachher ja sowieso gelöscht wieder, wenn sie nicht gut sind. Davon gehe ich einfach mal aus. Aber es hat trotzdem, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich war an der frischen Luft. Und ja, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Wie ihr seht oder im Video schon gesehen habt, ist nicht alles da glatt gelaufen, was ich mir vorgenommen hatte. Auch schon bei der Einstellung, ihr seht, ich habe mit 4:3 gefilmt. Ich habe die GoPro nicht umgestellt. Tja,
Das kommt nun mal. Wenn was schief läuft, ne, dann läuft irgendwie alles schief. Aber hier, ich muss sagen, so mit dieser Hardware hier, also dieser Zwei-Wege-Neiger von Leo Foto und hier auch dieser Nisi oder diese Makroschlitten von Nisi, hat sich schon so bewährt, aber ich finde das halt besser, wenn ich das hier zu Hause mache zum Beispiel oder wo ich einen festen Platz habe für draußen, ist mir das irgendwie alles zu kompliziert, das geht auch einfacher. Ja, also ich war sonst also sehr zufrieden eigentlich, gut, nicht mit den Fotos, das ist ja alles schief gelaufen und wenn was schief läuft, kennt man ja, dann läuft wirklich alles schief. Aber selber jetzt hier von der Kamera und hier vom Objektiv her und so weiter, also macht wirklich riesen Spaß, auch Makros mit diesem Objektiv und mit der Kamera hier zu machen, also ganz toll. Aber wie gesagt, so für draußen, ne, da muss man wirklich Zeit haben, man muss alles in Ruhe machen. Ich war ja ein paar Mal draußen, kurz vor Sonnenuntergang, da habe ich gar nicht die Zeit mehr gehabt, das richtig alles aufzubauen, konnte ich gleich wieder einpacken. Also deswegen lieber dann tagsüber, wenn man Ruhe und Zeit hat, dann kann man das auch machen, dann macht das auch Spaß und naja, man sollte es auch nicht genau nach einer Nachtschicht machen. War auch nicht die beste Idee, ne? Aber na gut, so war es halt und ja, das war es mit dem kleinen Video und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!